hallo lieber Ötzi, du bist hier Mitinhaber vom LOMO zusammen mit deinen Brüdern, ne? Und ja. Wir wollen uns aber heute über das Thema Fußball unterhalten. Erstmal vielen lieben Dank, dass du die Zeit für uns hast. Danke dir, dass du dir die Zeit nimmst. Vielen Dank. Eure Familie ist 1975 nach Deutschland gekommen, ne? Genau. Das heißt, der Kamil war da schon auf der Welt, ihr beiden anderen seid in Deutschland geboren. Seid ihr von Anfang an in Mainz gewesen? Nein, irgendwann ist der Kamil wegen Studium nach Mainz. Und er hat euch dann nach und nach nach Mainz geholt quasi? Genau, und währenddessen, weil er seine negativen Erfahrungen in der Gastro hatte mit den Köchen, hat mich dann mehr oder weniger, ich sag mal, überredet zu einer Ausbildung zum Koch. So. Und ich dachte mir, oh ja, wird schon, ich werde noch parallel Fußball spielen können. Und mein Fokus war ja auch so Fußball, damals Semi-Profi. Und ich dachte, ich schaffe das dann auch obenrum. Mhm. Ja, mit der Ausbildung war es das dann mit Fußball. Aber die Liebe zum Fußball ist geblieben. Und ihr habt ja auch alle einen relativ engen Kontakt immer wieder mit den Spielern. Wie kommt der Kontakt so zustande? Wie gesagt, also ich kenne die Fußballer schon urlange und ich wusste ja schon immer, wie ich Fußballer zu handhaben habe. Wie muss man sie denn handhaben? Ja, sehr viele Menschen, abgesehen davon, dass die Respekt vor denen haben und keine Ahnung, irgendwo die denken, die wären unantastbar. Mhm. Bin ich halt gar nicht da. Also ich spreche die direkt drauf an, komme mit denen ganz schnell ins Gespräch, bin dann auch radikal und sage, keine Ahnung, so, wie kannst du diesen Ball verschießen oder die Chance nicht machen, wie viele Gedankenzüge hattest du, warum nicht einfach? Sehr viele haben so gewisse Hemmungen. Sobald sie rausgehen, sind sie komplett im Fokus und ich sage immer, ey, chill. Mach das, worauf du Bock hast, ohne jetzt den Gedanken zu haben, oh, ich werde beobachtet, oh, darf ich das, oh, sage ich jetzt was Falsches, etc. Sei offen, sage ich halt immer zu den Jungs. Und die jetzt mal rein, also aus Fansicht, sportliche Verbindung zu Mainz 05, kannst du dich noch daran erinnern, wie die zustande kam, wann du hier das erste Mal ins Stadion gegangen bist oder auch so gemerkt hast, dass das ein Verein ist, mit dem du mitfieberst? Ja, das war eine Zweitligapartie damals gegen Alemannia Aachen, Heimspiel am Bruchweg. Mainz hat 1-0 verloren und ich habe da in der Kurve gestanden und habe mir nur gedacht, ey Ötzi, zu deinen Bestzeiten wärst du hier nicht negativ aufgefallen. Warum hast du aufgehört? Was ich an Mainz 05 gefeiert habe, das war halt immer Underdog, kleiner Verein und alles familiär, alles klein, Bruchweg, super Stimmung, geile Menschen, geile Fußballer und dann siehst du die hier am Ballplatzcafé wie Jürgen Klopp und Christoph Babatz und Da Silva, was weiß ich, und hier dann zu seiner Zeit, wie sie sich dann verlaufen haben, vom Ballplatzcafé ins LOMO mit den Weiland-Brüdern Schach gespielt, ja, war phänomenal. Ihr stellt ja fußballerisch tatsächlich auch selber jetzt schon im 10. Jahr ordentlich was auf die Beine mit dem LOMO Cup. Dieses Jahr, kannst du vielleicht mal sagen, habt ihr, wenn ich es richtig weiß, eine Spendensumme von 10.000 Euro. Wem kommt die zugute? Die Spende geht dieses Jahr an Kindergesundheit Mainz, oben an der Uniklinik. Ist egal, woher man kommt. Man macht das eine und das verbindet. Und das dann einfach ausnutzen und ja, und was Gutes dabei umzusetzen, wenn nicht bei so einer Aktion wandern. Also aus dem Gedanken heraus, dass es uns allen selber hier total gut geht, gemeinsam was Gutes zu machen, was ja auch wiederum ein Gedanke ist, der von vielen Leuten im Verein mitgetragen wird. Also beispielsweise habt ihr in den letzten Jahren immer von Spielern wie Riedle, Baku und so weiter Schuhe, Trikots und so weiter zur Versteigerung bekommen. Dieses Jahr habt ihr auch ein besonderes Team unter den Teilnehmern, nämlich Fabrizio Haier and Friends tritt an gegen die LOMO Allstars. Da werden auch X05 Spieler und diverse andere Kollegen von Fabrizio auflaufen. Ich weiß jetzt von Mimun Azowak hat zugesagt,
Fabian Gerber hat zugesagt, der übrigens auch die Schirmherrschaft übernimmt. Wir freuen uns auf die 10. Ausgabe am 6. Juli. Ich danke dir ganz herzlich, dass du uns ein bisschen was zur Geschichte erzählt hast und auch zu deiner Geschichte. Auch. Es gibt die Mainz 05 Gummibärchen, der Wortpiratin Gummibärchentüte zum Abschluss. Dankeschön. Danke dir, Erzi. Vielen Dank dir.